So, auf jeden Fall, wir haben hier einen Amoklauf. Wie viele fehlen uns eigentlich noch? Ich guck mal eben nach Statistiken. Wir sind Vollstrecker mit 1964 Punkten. Haben 48% geschafft. Noch nicht mal die Hälfte. Wobei die Import-Export-Missionen dann, die nehmen noch... Hier, bestandene Amokfahrten. 14 von 20. 14! Es fehlen noch 6 Stück. Ja, von einer weiß ich ja. Die habe ich ja nicht geschafft, aber... Ansonsten, wir müssen noch 5 Stück finden, so gesehen. Einen habe ich ja gefunden. Und dann mal schauen. Ich wusste, dass es hier noch zu viele gibt, aber... Schauen wir mal. Was müssen wir hier machen? Zerstöre 7 Fahrzeuge mit... Was? Was? Moment. Munitionsinfos. Steht hier nicht, scheiße. War das... Das war Drive-By, oder? Mit durch Drive-By. Gib mir ein wunderbar schnelles Auto. Raus da. 7 durch Drive-By. Das ist... Oh, das ist scheiße. Oh. Ja, genau das meine ich nämlich. Genau das... Aber muss ich denn auch komplett bis zum Ende... Oh nein! Wallala! Boah! Scheiße, nein, keine Limousine! Halt die Fresse! Mein Gott! Stand da Pit Drive-By? Ah! Oh, eine Limousine, die muss damit zugehören. Die muss damit zugehören. Stirb doch, du Scheiße! Nein! Nein! Du scheiß Limousine! Nein! Ich hol mir das. Ah, nee, das lohnt sich nicht, oder? Nimm mir Blister. Was mache ich hier eigentlich? Ach du Scheiße! Oh, das ist total schwer! Das ist total schwer! Mann, du stirb doch! Das ist total scheiße und schwer! Ah, oh, ich habe auch noch ein total bescheidenes Auto dafür. Wo sind die denn jetzt? Oh, ich brauche ein anderes Auto. Kann ich den nicht so per Hand abschießen? Was passiert denn dann? Wenn ich das so mache. Ah, Moment, das geht auch! Zwei! Eins! Nein, geh weg! Der Krankenwagen. Und die Prostituierte versucht mich zu schlagen. Ich glaub das nicht. Und der Krankenwagen überfährt erstmal einen Patienten. Heilige Scheiße. Ah, geht doch weg. Alter, warum schlägt mich die verdammte Prostituierte? Ich hab doch gar nichts getan. Ah. Ah, hör auf mich zu schlagen, verdammt. Nein, ich hau noch die Polizei. Scheiße. Oh oh. Mickey? Wo war der Polizeistern? Wo war der Polizeistern? Der war da unten. Der war da unten. Da stand doch irgendwas mit Drive-By. Also ich habe gar keinen Drive-By gemacht. Ich bin einfach wild und sinnlos durch die Gegend gelaufen und habe auf Autos geschossen, aber... Was? Ah. Oh, wie schön, dass er seinen Kollegen völlig alleine da stehen lässt. Und erstmal gegen die Mauer läuft. Ja, die Leute haben es hier irgendwie mit gegen die Mauer laufen oder in der Mauer laufen. Aber okay. Wo war ich jetzt? Hier irgendwo, oder? Halt doch die Klappe. Hier war ich schon, aber ich habe ja nicht nach einem Paket gesucht. Oh. Aber hier gibt es wahrscheinlich auch keins. Aber schön, dass wir so auch mal die ganzen Amor finden. Nö, Leben brauche ich nicht. Zumindest die restlichen, die noch fehlen. Moment, die gibt es hier nicht um... Oh yes! Oh yes, bam bam bam. Oh yes, bam bam bam. Nein, er ist jetzt nicht völlig durchgedreht, aber... Die kann man hier ja kaufen. Ich dachte, die würde man hier finden. Ja, leck mich am Arsch. Molotow-Cocktail und Flammenwerfer. Zum Verkauf. Oh, geil. Es gibt ja also doch so gesehen eine Ammunition in... Shoreside Vale. Oh, das brennt nicht, wie schade. Die auf, so gesehen, Feuerwaffen im Sinne von Feuerwaffen spezialisiert ist. Oh, geil. Man kriegt nur unglaublich wenige, aber
Ich glaube, so viele brauche ich ohnehin nicht, da ich bei der nächsten Gelegenheit sowieso wieder sterben werde. Aber cool, wir haben jetzt, ey, das ist stylisch. Geile Waffen. Es sind meine Lieblingswaffen. Wie gesagt, ich bin irgendwie so ein kleiner gar nicht Hobby-Pyromane, was laber ich da? Ich bin so ein kleiner, wie nennt man das? Wenn man in Spielen gerne mit Feuer spielt. So ein virtueller Pyromane bin ich auf jeden Fall. Also, ja, jemand, der gerne mit Feuer rumhantiert. Natürlich nur in Videospielen. Also ist jetzt nicht so, dass ich schon mal einen Wald angezündet hätte. Oder ein ganzes Maisfeld. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Ja, zumindest nicht mehr. Und deswegen bezieht sich das halt nur auf Spiele, wo ich einfach mal sinnlos einen Molotow-Cocktail in die Natur werfe und BAMS! Überhaupt gar nichts treffe. Doch jetzt. Ja, zu geil. Hm, kann man von hier oben irgendwie ein Paket aussehen oder sowas? Nee. Kann man nicht. Oh, doch, da vorne! Geile Scheiße. Okay. Wie komme ich da hin? Ich muss auf das Garagendach da. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Von da nach da und von hier aus dann... Hopp! Und wo ich gerade am Päckchen sammeln bin, ich muss auch sagen, und ja, ich lobe mich damit gerne selber, insofern man sich für sowas loben kann. Ich meine, naja, ihr wisst noch gar nicht, worum es geht. GTA 3 ist das einzige Spiel, wo ich wirklich alle 100 Pakete selbstständig gefunden habe, ohne in die Lösung zu gucken. Mhm. Ich habe lange gesucht, aber ich habe sie alle gefunden. Das kann ich von GTA Vice City nicht mehr behaupten. Da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Und GTA San Andreas, da fangen wir am besten gar nicht erst an, denn da gibt es so dermaßen viele Sachen zu finden. Aber ja, da bin ich bis heute noch sehr froh drüber, dass ich da nicht in die Lösung geguckt habe, sondern alles selber gefunden habe. Was haben wir hier? Inpatients, Outpatients, Trauma Ward, Reception, Souvenirs, Psychotherapy. Aha. Ambulance Parking Only, Tower Way Zone. Okay. Das ist echt, das ist das gleiche wie in... Okay, hier vorne sieht es ein bisschen anders aus. Und es ist größer als in Portland, aber... Naja. Ist halt so. Ist halt ein Krankenhaus, was soll man über ein Krankenhaus sagen? Abgesehen davon, dass die Ärzte... Naja, die Ärzte... Ich glaube, das sind ihre Jobs! Ja. So viel dazu. Aber Paket gibt's ja nicht mehr, oder? Doch, natürlich! Wow! 56, meine Fresse, hab ich einen Run. So gut war ich schon lange nicht mehr in GTA. Ich glaube, seit Portland war ich nicht mehr so gut. Was heißt so gut? Ich finde... Was? Gre hoch 2, N, R? Gehen wir mal besser weg. Wer weiß, was da drin ist. Ich will es nicht so genau wissen. Aber seit Portland war ich nicht mehr so gut, insofern man das hier als gut bezeichnen will. Also im Sinne, dass ich hier... Pakete sammel und, ja, Amokläufe bestehe. Ich bestehe sie. Hier habe ich noch nicht genau geguckt. Hier war doch diese Asuka-Falle, also die Falle von den Yakuzas, wo ich auch ein paar Mal gestorben bin. Oder gestorben wurde. Man kann es auch so nennen. Auf jeden Fall die Aufgabe nicht geschafft habe. Hier ist nichts und da unter mir, wenn man das so halbwegs sehen kann... ich glaube, man kann es nicht sehen. Na, jetzt so mehr oder weniger. Es backt dort ziemlich böse. Ja. Am Flughafen sind auch noch ein paar Pakete, aber da will ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz hin. Aber ich habe jetzt hier irgendwie noch relativ wenige gefunden, wenn man bedenkt, dass ich gerade mal über 50 habe. Ich bin doch schon Oh, da ist der nächste. Ich bin doch schon fast die ganze Karte abgelaufen. Ja, gut, auch wenn ich sie nicht bestehe, sie sind danach ja nicht weg, sie tauchen nur woanders auf, demnach. Was ist es diesmal? Ah, 12 Kolumbianer. Da steht nichts von Kopfschuss, nichts. Aber Kolumbianer, das ist doch mal schön, aber nee, es muss mit Kopfschuss, ansonsten geht es nicht, das finde ich trotzdem bescheuert. Was? Arschloch. Ach nee, die sammeln sich da, oder? Sammeln sich dort, das war gar kein Kolumbianer. Da ist der. Oh, mein erster. Na super. Ach, laber nicht. Oh Gott, oh Gott.
Da sind jetzt noch ein paar. Ja. Ja. Ich hasse die Kolumbianer. Ein Krankenwagen, natürlich rette ich auch Kolumbianer. Mist. Da, da sind wieder welche. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil... Was? Ja, das denn über... Lol. Ist das ein Scherz oder was? Aber ich hasse diese Aufgaben. Und es sieht auch nicht gut aus. Vor allem, da sie uns hassen. Sie haben uns so gesehen schon gesehen. Na, super. Na. Da ist noch einer. Na, nun komm. Gott. Oh, hört auf zu labern, ich hasse euch. Oh, da sind wieder viele. Lass dir Zeit, Mickey, ganz ruhig. Scheiße. Vier Stück. Vier Stück. Drei Stück. Oh Mann, wieso überleben die das? Oh yes! Oh yeah! Zieh mir die Schuhe aus! Ja. Wir haben es geschafft und... Mann, ich hasse euch! Ihr seid das allerletzte, ihr scheiß Kolumbianer-Schweine, Alter! Dann sterbt, ihr Penner! Verdammte Grütze nochmal! Arschlöcher! Meine Fresse! Ich weiß, ich kann diese Penner nicht ab! Nicht nur, dass sie einen von Anfang an hassen, vom Anfang des Spiels, nein! Sie gehen aber auch durchgehend auf den Sack, versuchen einen immer umzubringen und Polizeistelle brauche ich nicht mehr. Ich finde sie einfach nur widerlich. Auch mit dem, was sie labern und so. Kolumbianer, das sind doch... Also in dem Spiel hier, das kolumbianische Kartell. Nicht, dass ich irgendwas gegen Kolumbianer hätte oder so. Nein, ich mag Kolumbianer, die finde ich total... Ja. Aus dem Auto raus. Mir fällt gerade spontan noch ein Paket ein. Wo ich schon mal hier bin. Esperanto, ja. Hat auch die passende Musik dafür. Aber gut, es fehlen uns noch vier Amokläufe. Ich glaube, das war hier mit dem Paket. Einen, den wir nochmal machen müssen, wo wir Yannis mit Handgranaten umbringen müssen, die wir eigentlich geschafft haben, aber dummerweise genau in dem Moment auch gestorben sind. Leider. So. Und noch drei andere. Zwei andere. Moment mal. Ne, drei andere, ja. Aber erstmal... holen wir uns noch zumindest noch drei Pakete, damit wir die 60 voll haben. Was gab es eigentlich bei 60? Eine Waffe, ja, sehr wahrscheinlich. Aber was gab es noch mal genau? Ah, ich glaube, mir fällt gerade noch ein Amoklauf ein. Ja, ich glaube, mir fällt gerade noch ein Amoklauf ein. Hier ist aber noch ein Paket, wunderbar. Da hinten, da wo so gesehen das Reichenviertel ist, da wo die ganzen Villen stehen. Da gibt es auch noch einen Amoklauf, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Was durchaus der Fall sein könnte, weil es auch nicht das erste Mal wäre. Aber gehen wir einfach mal nicht davon aus. Ja, da geht's nicht lang. Und darüber ist das Observatorium. Hier drüber, so, natürlich, jetzt kann man nur Straße sehen, super. Aber über dieser Baustelle da ist das Observatorium. Und mit einem Mod konnte man da sogar hin. Kann man es von hier aus sehen? Nee, von hier aus kann man es gar nicht sehen. Vom Flugzeug aus kann man es sehen. Und ich wollte halt früher immer hin. Nur man kommt da nicht hin, weil... Ja, die Textur, die ist da nicht gefestigt. Es gibt dort keine Kollisionsabfrage. Man fällt dort... Da ist es. Man fällt dort so gesehen einfach nur durch. Ich habe gerade keine Waffe zum Ranzoomen, aber ist ja mir egal. Was? Oh, Kolumbianer. Oh, geht doch weg. Auf jeden Fall, ich wollte da immer hin, weil ich das total cool fand. So auch der höchste Ort... Es ist, glaube ich, der höchste Ort in ganz Liberty City. Ich glaube, es ist sogar höher als die Hochhäuser, als also der wie heißt dieser Tower da? Ja, wo Donald Love wohnt. Obwohl, nee, es ist nicht der höchste, es gibt da noch einen höheren. Nur ich wollte dort halt immer rauf, weil ich das total cool fand, dass man von aus dann ganz Liberty City sieht. Nur ich kam dort halt nie rauf und mit dem Flugzeug konnte man auch nur so halbwegs dran vorbeifliegen und deswegen... habe ich mir irgendwann mal einen Mod geholt, eine Modifikation dafür und habe mir das dann begehbar gemacht. Das Observatorium. Ein wirklich cooler Mod, aber den habe ich diesmal nicht eingefügt.
Ich habe hier nur den Mod für das Stadion drin. Vor allem, weil dieser Observatorium-Mod, er macht auch die Karte kaputt, also die Originalkarte. Das macht, dieser Stadion-Mod, der macht das ja nicht. Der sorgt ja nur dafür, dass man ins Stadion kann. Hier auf dem Dach war nichts, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber ey, ist das nicht mal eine geile Wohnung? Mal ganz davon abgesehen, dass sie komplett rosa ist von außen. Alles die gleichen Fenster, in den gleichen Abständen. Ja gut, hier haben wir irgendwas anderes, so ein Badezimmerfenster oder sowas. Aber, ey, ist das nicht mal eine geil fantasielose Wohnung? Ja, da möchte ich auch wohnen. Vor allem die Terrasse, sie ist so... Oh, sie ist so fantasievoll gestaltet. Mit den roten Steinen und den weißen Fugen und den Zeitungen, die hier liegen und dem total verrotteten Blatt und so. Zumindest haben sie einen Pool, auch wenn dieser Pool... Ja. Also ich glaube, zum Schwimmen reicht es nicht, aber... Ja, Fußbad ist alle Male drin. Aber darum geht's auch gar nicht. Es geht mir vielmehr um das Paket. Und das werde ich mir jetzt auch holen. Gut, die erste Wohnung hatte nichts. Hier ist die... Nee, hier ist nicht die zweite Wohnung. Hier ist die Garage. Ja, die sieht ja zumindest noch halbwegs normal aus. Abgesehen davon, dass sie lila ist. Ja, alles so ein bisschen eigensinnig hier. Gut, die vordere Seite sieht dann doch schon ein bisschen anders aus. Ein bisschen... schöner. Ach nee, das sind alles die gleichen Fenster. Nur die sind offen. Moment mal, der... Was? Der Typ hat alle Fenster offen, obwohl er scheinbar gar nicht da zu sein scheint. Kann man hier rein? Nö, kann man drauf schießen? Wow! Oh mein Gott! Das geöffnete Fenster ist so dermaßen hart, dass ein Schuss von der Uzi abprallt. Oh! Ich glaub's nicht. Meine Fresse. Ist das geil. Ja gut, zumindest kann man hier schon mal nicht einbrechen. Dass man, da man anscheinend nicht mal durch geöffnete Fenster reinkommt. Boom. So, gehen wir zum... zweiten. Moment mal, das. Ah, hier ist schon mal ein Paket. Wunderbar. Die haben gleich einen viel größeren Pool. Und er ist auch ein bisschen tiefer. Coole Sache. Ja. Auf jeden Fall, hier gibt es ein Paket. So irgendwie hier im Garten liegt. 59. Hey, cool. Eins fehlt nur noch. Okay. Ah, das finde ich aber auch nicht schön. Kommst du raus? Hier fett Handy-Werbung erstmal. Ja, wo auch immer noch solche Handys verkauft werden. Was steht da eigentlich drauf? Ist das Siemens-Werbung? Sieht ein bisschen aus wie Siemens, was hier oben steht, aber wahrscheinlich ist irgendwas anderes. Squid. Ja, Squid. Squid, der totale Marktführer, was Handys angeht. Wer kennt Squid nicht? Squid, das Kraken-Handy. Ja. Die Kraken-Handy-Firma. Ja. Hier liegt sonst nichts mehr. Vorne steht zumindest mein Auto. Das bedeutet, dass der Anwohner auch da ist. Wenn richtig cool ist. Das Gebäude finde ich schon cooler irgendwie. Obwohl, warum rede ich von Gebäuden? Ich sollte einfach weitergehen und meine Aufgaben erledigen. So, hier haben wir... Also die Häuser werden auch mal größer. Und die Pools auch. Oh, der ist auch ein bisschen tiefer. Wunderbar. Gibt's hier etwas? Ne, okay, da eine andere Terrasse. Die sieht irgendwie, die sieht cooler aus. Ich fang schon wieder an, über die Gebäude zu labern. Das kann nicht wahr sein. Aber ich bin eher an so ein Paket interessiert. Da liegt doch ein 60. Was bekommen wir? AK-47? Molotov... Moment mal. Molotov-Cocktails werden mit W geschrieben? Ich dachte mal, die würde man mit V schreiben. Gott, dem ich hinterm Berg. Im wahrsten Sinne des Wortes. War nicht gut. Aber nee, ansonsten war das hier, glaube ich, auch alles. Ich dachte echt, man würde Molotov-Cocktail mit V schreiben. Wahrscheinlich in irgendeiner anderen Sprache. Ach, was weiß ich, dann ist ja auch völlig egal. Hauptsache, wir haben sie. Und jetzt auch noch im Versteck. Geiler Dreck. Bedeutet, wir müssen sie nicht mal mehr kaufen. Nur den Flammenwerfer. Was ist das hier? John Holmes. Property for sale. Ach so. Aha, ach so, hier wohnt keiner. Das ist hier zum Vermieten. Eiswagen! Eiswagen! Oh! Oh! Oh, raus da! Verpiss dich! Gehst du weg! Ich hab endlich einen Eiswagen! Yes! So! Wunderbar! Warum auch immer hier Eiswagen langfahren? Aber ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber der Eiswagen ist das einzige Auto,
was ja auch keine Kollisions... Ja, das ist falsch, keine Kollisionsabfrage, aber es hat, sagen wir, keine Kollisionstextur. Also man kann damit gegenfahren, wo man will, dieses Auto, es geht nicht kaputt. Irgendwann macht es einfach nur Bumm, beziehungsweise brennt vorher und dann macht es Bumm, aber... Ich weiß nicht, warum sie es bei dem Auto nicht gemacht haben. Vielleicht war es das letzte Auto, was sie irgendwie texturiert haben und waren schon spät dran oder so. Aber dieses Auto bekommt keine Dellen. Ich weiß nicht, warum. Ja.